Hallo, hier ist Ronja und seit Ewigkeiten drehen wir mal wieder ein Q&A. Ich glaube, das letzte, was ich gemacht habe, hieß irgendwie sowas wie, so haben Izzy und ich uns kennengelernt. Falls ihr das nicht gesehen habt, verlinke ich euch das hier oben im i. Dann könnt ihr euch das anschauen, falls jetzt irgendeine Frage von euch nicht dabei ist. Tut's mir leid, ich habe über die letzten Monate gesammelt, habe immer mal wieder gefragt, ob irgendjemand von euch Fragen hat und dachte mir, heute machen wir so ein allgemeines Paket der beliebtesten Fragen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit... Frage, Ronja, hattest du, nachdem dich Flo rausgeschmissen hat, noch Kontakt mit Tops gehabt oder habt ihr alle euren Kontakt zueinander abgebrochen? Also, kurze Timeline. Ich war quasi aus meinem Sommerurlaub gerade zurück und dann wurde ich rausgeschmissen und dann kam sicher noch irgendwie 2 Monate lang Videos auf dem Kanal von Flo, wo ich mit drinne war, weil das alles voraufgenommen habe und ich habe zwar nichts mehr hochgeladen mit ihm, aber er hatte noch Sachen, was irgendwie ein bisschen blöd wirkte für mich, aber gut, wir hatten am Anfang noch Kontakt, auch mit Tops auf jeden Fall und dann habe ich eine Weile nicht mehr mit dem Flo geredet. Mit dem Tops war am Anfang noch eigentlich relativ alles so wie davor. Ich habe ja auch noch, falls ihr das nicht wisst, nachdem ich rausgeschmissen wurde, eine Zeit lang Videos auf meinem Kanal gebracht, wo Tops mir geholfen hat und ich glaube, ich habe bei ihm auch noch bei Videos mitgemacht, wenn er mich gebraucht hat, wenn ich mich recht erinnere. Genau, und dann meinte er halt, er will das nicht mehr machen. Und ich glaube, Flo wollte nicht mehr, dass Tops mit mir aufnimmt, weil das dann halt mit ihm assoziiert wird, weil er ja in der gleichen Aufnahmegruppe ist. Ich habe mit Tops ab und zu danach noch sehr, sehr vereinzelt geschrieben. Wir hatten nochmal geredet, kurz bevor Izzy mit Tops und Flo angefangen hat aufzunehmen. Ja, aber... da hat sich nicht mehr allzu viel entwickelt und wir existieren alle, aber ich bin jetzt nicht dicke mit denen, die interessieren sich wahrscheinlich nicht wirklich dafür, was ich mache. Ich muss sagen, ich interessiere mich auch nicht mehr so sehr dafür, was sie machen, aber ich meine, ich wünsche ihnen alles Gute, schätze ich mal, und es sind ja keine schlechten Menschen, nur weil man sich nicht versteht. Frage Ronja, wie viel hast du anfangs mit YouTube verdient? Also, ich habe tatsächlich, am Anfang habe ich richtig, richtig gar nichts verdient. Weil nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ein Kanal braucht ja eine Weile, bis er monetarisiert ist. Und ich habe zwar dadurch, dass ich ja direkt mit dem Flo was aufgenommen habe und gemacht habe, relativ schnell diese, ich glaube, man braucht 4000 Stunden Watchtime und 1000 Abonnenten oder andersrum, 4000, 1000 ist es auf jeden Fall. Das hatte ich nach 1-2 Tagen. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass YouTube die Anmeldung nicht gemacht hat oder irgendwie, ich weiß nicht, es hat halt gedauert. Es hat sicher... 3 Monate oder sowas, 2 Monate, irgendwas in dem Dreh gedauert, bis der Kanal dann auch monetarisiert war. Das heißt, in den ersten 2 Monaten habe ich gar kein Geld verdient und hatte im Prinzip nur Ausgaben, weil ich ja die Thumbnails, beziehungsweise wir alle, die meisten Minecraft-YouTuber nehme ich sogar mal an, wir lassen diese animierten Thumbnails von denen, halt wo die Minecraft-Figuren irgendwas machen, die machen wir nicht selber, sondern da haben wir Leute für, die das machen und die das auch sehr viel besser machen, als wir das alle machen könnten. Deswegen bezahle ich die da gerne. Und dann hatte ich im Prinzip nur Ausgaben und das hat dann eine Weile gedauert, bis ich dann quasi wieder auf Null war. Danach habe ich ungefähr plus minus mal geteilt 500 Euro im Monat verdient, aber habe noch ausgegeben halt... ich glaube 200 im Monat an die Leute, die die Thumbnails gemacht haben. Also kam das dann netto bei ungefähr 300 raus. Und wenn man bedenkt, ja, dass ich dann zusätzlich noch, ich glaube, ich habe jeden Tag hochgeladen und ich habe nicht nur für mich Videos aufgenommen, sondern halt auch für Tops und für Flo. Das heißt, das waren pro Woche, Alter, meine Katze ist voller Wut, waren das 21 Videos jede Woche. Plus bei mir halt noch sowas wie Vorbereitung, Kamera-Setup, Greenscreen hatte ich damals, glaube ich, noch, Make-up und so weiter und so fort. Also war das stundentechnisch sau viel Arbeit und geldtechnisch nicht allzu viel Geld. Aber das war ja nicht der Punkt quasi, man macht es ja nicht des Geldes wegen, sondern weil man Freude dran hat. Aber das ist ungefähr, was ich die meiste Zeit verdient habe. Ja. Frage Ronja, welche Rassen sind deine Katzen? Was hast du als Kind gespielt? Auf was? Zum Beispiel PS1, 2. Meine eine Katze ist eine britisch Kurzhaar, also die kleine weiße. Warte, ich zeig die euch, damit ihr wisst, welche ich meine. Er hier ist ein Mischling. Er wird nicht gern getragen. Er hat was von britisch Kurzhaar drin, ein bisschen was von so einem langhaarigen. Aber er ist eigentlich nur ein Mischlingskater und sie ist eine rein rassig
britisch kurzer Katze, aber sie schläft gerade auf dem Schrank und ich möchte sie nicht runterholen und sie mag das nicht. Deswegen kann ich sie euch leider gerade nicht in die Kamera halten. Was ich als Kind gespielt habe, super, super gerne. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen auf der Wii meiner Nachbarn zusammen mit meinem kleinen Bruder und meinen Nachbarn. Das war der Traum. Und ansonsten Sims 2 auf dem PC, auch irre viel. Sims 3 dann später, weil da war ich schon ein bisschen älter. Also wirklich als Kind viel Wii und viel Sims. Und ein bisschen FIFA mit meinem Bruder. Frag Ronja, bist du jünger oder älter als Easy? Ich bin jünger. Easy ist ein bisschen älter als ich. Musst du nicht sagen, PS, bist mega schön und voll nett. Das ist sehr süß von dir, dankeschön. Du bist sicher auch beides. Frag Ronja, was genau hat dich an Flo gestört und weißt du, wieso Easy noch mit ihnen aufnimmt? Jeder empfindet ja Menschen anders, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das Sachen sind, die Easy auch stören oder die nur mich gestört haben. Aber gegen Ende war es halt schon ein bisschen schwierig, weil Flo und ich halt Differenzen hatten und er dann teilweise einfach nicht zu Aufnahmen gekommen ist oder das unpünktlich war und dann war er oft wütend und dann wurden Leute angebrüllt und jeder wollte seine perfekte Folge haben und irgendwie gab es da die ganze Zeit einfach nur noch Streit. Es ist immer unangenehm, wenn man da 9 Stunden sitzen muss. Man nimmt nicht mal für sich selber auf und man hat einfach nur Aufnahme für Flo, weil er sehr viel mehr Videos hochgeladen hat oder mit uns gebraucht hat, als wir mit ihm. Ja, ich glaube, es war einfach auf einem bestimmten Punkt, war es einfach zu viel. Ich war kein Fan davon, dass er die ganze Zeit Werbung für seinen Merch gemacht hat. Das fand ich persönlich sehr anstrengend. Das sind dann auch die Momente, wo man für sich da sitzt in der Aufnahme. Man sitzt schon seit 7, 8 Stunden da und man hört sich dann zum 15. Mal an. Und jetzt das neue Halloween-Design! Oh, hör dir jetzt zu! Und man denkt sich nur so, Gott, bitte. Und ja, ich hab's gehasst. Frag Ronja, warst du in deiner Schulzeit gute Mathe? Ja. Ja, war ich. PS, ich liebe deine Videos. Oh, danke schön, das freut mich. Frag Ronja, wie groß bist du? Ich bin 1,73 Meter groß. Also relativ groß sogar. Also ich dachte immer, ich bin kleiner. Aber dann habe ich mich vor nicht allzu langer Zeit von meinem Bruder messen lassen. Und jetzt bin ich 1,73 groß. Frag Ronja, hat dich schon mal ein Fan in echt angesprochen oder ähnliches? Tatsächlich? Erst ein einziges Mal, da ging es nicht um mich, da ging es eigentlich um Flo, weil Flo und ich waren zusammen in so einer Trampolinhalle. Und wir waren vorher halt was essen und dann war ein Fan von ihm, glaube ich, halt, hat ihn halt erkannt und dann im Zweifelsfall auch mich und hat uns beide nach einem Foto gefragt. Aber da hat mich nicht wirklich jemand erkannt, das war mehr so, oh, da ist der Flo! Und du bist auch da. Hi. Frage Ronja, möchtest du heiraten und was ist dein Traumjob? Ja, ich möchte später mal heiraten, aber jetzt nicht. Ich habe auch keinen Freund, also habe ich schlecht jemanden zu heiraten. Ich weiß nicht, was mein Traumjob ist. Ich studiere Psychologie. Also werde ich wahrscheinlich später mal Psychologe oder Therapeut oder irgendwas in die Richtung werden. Aber mal gucken, ich weiß es nicht. Frage Ranja, wohnt Olli jetzt noch bei dir oder ist er schon ausgezogen, da auf dem Bett nur noch ein Kissen liegt? PS, liebe deine Videos. Da, nur mal anmerken, ja, der Kommentar war vor 4 Monaten, da war Olli noch nicht ausgezogen. Olli ist ausgezogen am 1. Oktober, also mittlerweile ja. Also nein, Olli wohnt jetzt nicht mehr hier, ich lebe nun allein. Frage Ronja, welchen Mod nimmst du für die Leute, dass die reden? Oder wie macht ihr das immer, dass man aussuchen kann, was die Villager verkaufen? Das sind nicht wirklich Mods. Wir haben Leute, die uns helfen bei den Aufnahmen. Also zum Beispiel, ich glaube, das habt ihr auch in irgendeiner Aufnahme mal gesehen. Da waren ja alle kleinen Detektive und ich war zu dumm, es rauszuschneiden. Wir haben meistens Leute, die uns helfen. Entweder Freunde von Easy oder Freunde von mir. Und die machen sich dann die Skins rein und wir schreiben vorher die Texte vor, was die denn dann so sagen sollen. Und dann droppen die uns Items, wenn sie Items droppen sollen und reden mit uns, wenn sie mit uns reden sollen und können sich auch natürlich bewegen. Und anders wird es, glaube ich, auch gar nicht funktionieren, weil die müssen ja darauf reagieren, was wir sagen, aber so funktioniert das. Frag Ronja, hast du Easy schon mal gesehen? Nein, Easy habe ich noch nie gesehen. Ja, aber wir wollten uns jetzt irgendwann wahrscheinlich im Neujahr mal treffen. Also werde ich irgendwann früher oder später schon wissen, wie sie aussieht. Aber nein, wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Aber sie wohnt doch relativ weit weg von mir. Das war aber die letzte Frage. Wenn euch das Q&A gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr selber Fragen habt, dann stellt die gerne mit Hashtag FragRonja in die Kommentare. Muss nicht unter diesem Video sein. Also schreibt einfach, wenn ihr irgendwann eine Frage habt, unter irgendeinem YouTube-Video Hashtag FragRonja, eure Frage. Dann kann ich die ins nächste Q&A mit aufnehmen. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne diesen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Ich uploade fast jeden Tag. Achso, oh, und folgt mir auf Instagram, denn, ja, also hier, also ich glaube, das ist @richtigronja. Da lade ich jetzt mehr Fotos hoch. Ich habe mit einem Kumpel von mir super viele Fotos gemacht und jetzt habe ich auch Content zum Posten. Ich weiß, vorher habe ich es nicht gemacht, ab und zu habe ich Stories gepostet, aber folgt mir auf Instagram, würde mich freuen. Macht's gut, bis morgen. Tschüss!